So, 3 Wochen Russland sind mittlerweile rum. Ihr habt da mal so einen kleinen Einblick, wie es in Sibirien aussieht. Sieht fast aus wie in Tirol, Schweizer Alpen oder wo auch immer. Der Brennerpass da hinten. Der Brennerpass, genau. Roland sagt, der Brennerpass da hinten. Ivan ist ganz, läuft wie eine Biene, sieht dreckig aus ohne Ende. Und jetzt schwenken wir gleich mal rum. Oder Cut, wie auch immer. So, euren Wünschen gemäß, heute mal etwas dichter ran. Genau. Und so. Etwas lauter. Lauter. Jawohl. So, 3 Wochen rum, habt ihr schon gehört. Wir stehen hier neben minimalsten Müll, was für Russland eigentlich relativ wenig ist. Ja, das ist richtig ordentlich hier. Noch vertragen wir uns. Ja. Und läuft auch weiter so. Ivan schlaucht uns ganz schön, muss man ganz klipp und klar sagen. Also wir sind abends ziemlich breit. Zumal wir jetzt schon 5 Stunden weiter sind und der Biorhythmus einfach. Ja, genau, man ist schon ganz schön müde. Und wenn man dann umrechnet, wann man eigentlich aufsteht, frühstückt, losfährt, da liegen alle zu Hause noch im Bett und wir sind schon on Tour. Ja. 2, 3, 4 Uhr spätestens nach eurer Zeit sind wir unterwegs. Ja. So, was nicht auffällig in Russland ist, jede Menge Blitzer. Und wenn Blitzer angezeigt werden, stehen auch welche da, ist definitiv. Was aber ist, dass die nach Aussagen der Russen 20 km/h Toleranz nach oben ist, was natürlich extrem positiv ist. Und die Russen wissen es auch und schöpfen es auch im vollen Umfang aus. Aber Ivan hat gar nicht das Risiko, mit 100 bei 80 oder so durchzugehen oder bei 60. Nur im Baustellenbereich vielleicht mal, aber dann auch groß, weil wir mitschwimmen müssen mit dem Verkehr. Dann sind wir so ein großes Verkehrshindernis, das geht gar nicht. Das kriegen wir einfach nicht hin. Dort an den Steigungen, die jetzt so langsam kommen, hat er ganz schön zu kämpfen, ganz klipp und klar. Manchmal brechen wir bis auf 30 ein mit der Geschwindigkeit, aber er wuselt sich hoch und das eigentlich mit einer Bravour, also ist nicht schlecht. So, was wollten wir euch noch erzählen? Also wir haben bis jetzt über 1600 Liter Sprit verbrannt. Das dürfte halt die Ökos nicht sagen. Ja, das hört sich zwar viel an, ist es aber in Wirklichkeit eigentlich nicht. Wir haben mal überlegt, dass wir fast 6000 Kilometer jetzt gefahren sind. Das ist ein Schnitt von 30,2 Liter. Sicherlich an Bergen hier nimmt er 40, vielleicht auch mehr. Aber auf der geraden Strecke, da nimmt er auch unter 30 Liter auf jeden Fall. Und Öl ist er eigentlich auch nicht so durstig, wie andere mal behauptet haben. Nee. Also er nimmt sich, wenn wir über 300 Kilometer gefahren sind, nimmt er sich sein Literchen. Wenn wir an die 400 rankommen auch, aber meistens ist das ist eine gute Toleranz, denke ich mal, für das Fahrzeug. Man sieht, wie alt er ist und, Entschuldigung, Ivan, wie jung du bist. Aber wir müssen ihn verwöhnen, da nicht, dass er uns einen Stich lässt und sagt, jetzt könnt ihr Fäden schieben. Ja, da haben wir keine Lust drauf. Wie gesagt, was wir bis jetzt an Reparatur hatten, das war einmal eine Wasserpumpe, das war eine scheiß Qualität. Ja. Ja. Kardanwellen, die wartungsfrei waren, die ist eine Lüge, ja, die sind schrottreif eigentlich. Ja. Die sind jetzt nagelneu mit Fettnippel, wird sich Lutz drüber freuen, dass da so richtig dran sind. Wasserpumpenfett haben wir immer noch nicht gekriegt, das kennen die Russen nicht. Kennen die nicht. Eine Hydraulikleitung hatte geleckt gehabt und das war es, was bis jetzt kaputt war. Ja. Ja, also eigentlich als Resümee hatten wir eigentlich mehr erwartet gehabt. Ja. Toi, 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 dass es auch so bleibt. Genau, hier, auf heilige Bechle. Also fertig auch gut. Und wie gesagt, ein paar Sachen haben wir ja auch schon jetzt in den Videos unterwegs gemacht, die so in den Foren kursieren, die nicht schwimmen. Also es gibt hier bei uns, wir sind mehrmals von der Polizei kontrolliert worden, überprüft worden. 5-mal, glaube ich, insgesamt. 5-mal bis jetzt, genau. Die waren nett und freundlich. Hyperkorrekt. Hyperkorrekt, kein korrupter Polizist gesehen. Es gibt keine Polizeistation mehr auf dem Land, wo man angehalten wird. Das ist alles Geschichte. Das ist alles weg, genauso. Obwohl der eine hat gefragt, ob man deutsches Bier haben. Ja, also einer wollte deutsches Bier. Mit einem Lächeln. Mit einem Lächeln. Ja. Hätten wir ihm fast gegeben, aber wir hatten keins mehr. Und auch so, naja, so Behauptungen, dass das generell viel kontrolliert wird, stimmt eigentlich nicht. Also das ist Polizei präsent. Ich finde das als Sicherheitsaspekt sehr gut, muss ich sagen. Die sind alle nett und freundlich. Und überall, wo wir bis jetzt hingekommen sind und Leute getroffen haben, haben wir in der Regel Hilfe bekommen. Die waren nett, freundlich, wenn wir mit Händen und Füßen versucht haben, Wasser zu bekommen. Für bei der Feuerwehr, nicht? Selbst bei der Feuerwehr, als wir hin bin, habt ihr da was erklärt. Die haben das Auto gesehen, ja, gar kein Problem, könnt ihr kriegen, bloß nicht trinken. Mhm. Also das ist, sonst war das alles okay. Ja, der Typ, wo du bei der Feuerwehr warst, der hat sofort den Kumpel angerufen, der uns zum Wasserhahn fahren sollte und zeigen, wo das ist. Also es hilft einem und jeder irgendwo weiter. Ja. Was ist, die Russen lächeln nicht auf der Straße. Das ist auffällig. Wir würden sagen, sie ziehen alle eine Fresse.
Also sie sind so, wie ich normal bin. Ja, also eigentlich muss, da muss wohl noch ein russisches Gen in mir sein. Jedenfalls wer weiß. Jedenfalls ist das bei mir eher so. Wladimir, ja. Ja, Wladimir Roland. Vielleicht heiße ich doch irgendwie, was ich, Aljoscha oder keine AG oder Ivan, keine Ahnung. Aber wenn man sie anspricht, ja, sie sind sofort hilfsbereit. Auch sie fangen dann an, freundlich zu lächeln und wirklich, sie machen alles, damit man hier irgendwo weiterkommt, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht kennen. Ja, genau. Das ist das Gute. Wie gesagt, 3 Wochen haben wir hinter uns. Mhm. Unser Zeitplan ginge eigentlich auf. Ja. Wir haben aber jetzt noch einen größeren Stopp bei Ulf, deswegen geht er dann nicht mehr ganz auf. Wir werden dann am Baikal entscheiden, wie es weitergeht, ob wir sagen, wir fahren doch in die Mongolei oder wir sagen, nein, wir fahren in die Mongolei, dafür lieber den Schwenk über Vladivostok, Volgograd, was ja auch nicht zu verachten wäre, dann da einmal bei Mütterchen Russland zu stehen, das wäre schon was. Ja, die Mongolei kennen wir ja eigentlich, die haben wir ja schon ganz gut gesehen. Und wenn wir uns dazu entscheiden, nicht in die Mongolei zu fahren, ist es irgendwo schade, da mal sonst noch da gerne alte Freunde wieder getroffen hätten. Ja. Aber wir werden sehen, ob wir dann auf der Rücktour dann lieber einen anderen Schwenk durch Russland nehmen und uns weiter die Landschaft angucken. Und dann, wie gesagt, das wird spontan entschieden. Ja. Ist nichts in Beton gegossen und so wie es kommt, kommt. Und vielleicht hat die Ivan ja noch irgendwelche Bedürfnisse, was ich nicht hoffe, dass man vom Prinzip dann sich darauf einstellen muss. Genau. Und das könnte ja außerdem, wenn ich so dran denke, das Grenzprozedere an der mongolischen Grenze, Einreise und dann wieder Ausreise und dann für ein paar Tage. Das also richtig Lust haben wir momentan nicht. Zurzeit nicht. Zurzeit wäre mir Russland lieber, wenn man sich das hier alles anschaut. Wie gesagt, das ist so schön. Und wie gesagt, wir müssen auch sagen, die alten Säcke müssen uns wirklich ein bisschen erholen. Ja. Deshalb sind wir auch ganz froh, dass wir bei Ulf Siebach, den Sibirienwolf, bei seiner Farm da mal so eine gute Woche vom Prinzip mal ausharren können, die Knochen wieder gerade biegen, den Lärm aus den Ohren kriegen, muss man auch wieder ganz klipp und klar. Ich hoffe mal, dass meine blauen Flecke nicht weggehen, damit wieder Platz ist für neue. Wenn er nicht hört. Ja, genau. Nein, er wird nicht geschlagen, das ist alles also, in aller Regel selbstbestimmt. Also wirklich, das ist schon schlimm, sehr schlimm aus. Aber das ist halt. Letztens waren wir noch in der Banja gewesen mit Maxim und Sergej, der ist zwar nicht reingekommen und es war ein super Erlebnis gewesen, ja. Ich bin zwar kein Saunafreund, aber es war wirklich angenehm. Ja, vielleicht lag es auch an dem Wodka, ich weiß es nicht. Erst war es ja Cognac, dann war es Wodka. Aber es ist egal, es war jedenfalls gut. So. Das zeigen wir euch übrigens nicht. Nein, jetzt werden wir mal lieber ausblenden, immer noch andere Sachen erzählen. Und das ohne Alkohol. Nein. Also wie gesagt, trinken ist kein Thema für uns, weil wir mit dieser Maschine hier fahren und da hat man einen Kopf voll, wenn man unterwegs ist. Vor allen Dingen, wenn es jetzt in den Bergen oder bei Baustellen ist, ist es ein bisschen was anderes wie in Deutschland. Aber es funktioniert und es funktioniert gut. Das ist eigentlich besser, gerade in den Baustellen. Also wirklich, wir haben unvorstellbar, wie hier die Baustellen aussehen. Vielleicht haben wir mal demnächst wieder die Möglichkeit, dann drehen wir unterwegs mal so ein Filmchen über die Baustellensituation hier. Und nahezu keine Absicherung. Also man sieht es manchmal so in letzter Sekunde, was steht denn da? Da steht eine Walze. Ja, und dann steht da plötzlich ein Männchen davor mit irgendeiner kleinen Kelle. Ja, wir schauen mal. Bis jetzt haben wir zumindest noch keinen Kontakt mit unserer Stoßstange gemacht. Das wollen wir auch nicht versuchen zu verhindern. Die wird bei Ulf repariert, weil sie ja einen Riss drunter hat von dem Bergeunglück mit den 2 besoffenen russischen Jungs. Ja, genau. Ja. Wo wir den Niva aus dem Schnee rausgezogen haben. Wie habt ihr bestimmt gesehen. Genau. So, und jetzt wurde mir mal gesagt, wir sollen immer am Ende sagen, wenn es euch gefallen hat, müsst ihr einen Daumen hoch machen und den Kanal abonnieren. Achso, ja, also wenn es euch gefallen hat, müsst ihr den Daumen hoch machen. Genau so. So, und den Kanal abonnieren. Und das Glöckchen, drücken. Das Glöckchen drücken, dann heißt es nämlich, ihr kriegt eine Nachricht, wann wir drei wieder was Neues eingestellt haben. Wenn ihr das alles